Willkommen zu Focus 5 News. Prävisio, ein Nachfolger für die Preisverleihung des SGB FSS. Bis anhin verlieh der SGB FSS in der Deutschschweiz den Kubi-Preis, für die Romandie gab es den Preis FACE und fürs Tessin den Preis ACES. Dieses Jahr gibt es nun erstmals einen neuen Preis für die Gesamtschweiz, bei dem nur noch eine Person geehrt wird. Der Preis hat einen neuen Namen erhalten, Prävisio. Mit folgender Gebärde dazu. Am letzten Samstag fand im Swiss Hotel in Zürich die ganztägige SGB-FSS-Veranstaltung statt. Es nahmen über 200 Personen daran teil. Zudem konnte die Veranstaltung live übers Internet mitverfolgt werden. Am Vormittag fand die Delegiertenversammlung des SGB-FSS statt und am Nachmittag gab es ein Jubiläumsprogramm mit Referenten von verschiedenen Organisationen. Zum Abschluss wurde der Prävisio übergeben. Donald Shelton hielt die Laudatio-Rede über den Gewinner Stefan Faustinelli. Stefan Faustinelli engagierte sich über viele Jahre für das Gehörlosenwesen in der Romandie und auch in der Schweiz. Der Gewinner beabsichtigt auch in Zukunft weiter für die Anliegen der Gehörlosen zu kämpfen. Zurzeit arbeitet er als Geschäftsführer des SGB FSS in Lausanne. Die Ehrung hat alle sehr gerührt. Der Prävisio wurde in neuer Form von Peter Hemmi entworfen. Der Preis ist aus Kristallglas, weist 5 Ecken auf und führt oben zu einem Spitz zusammen. Am 10. Juni 2009 findet in Zürich der Accessibility Day 2009 statt. Man sollte sich baldmöglichst dazu anmelden. Weitere Informationen zum Accessibility Day 2009 finden Sie auf der Webseite www.access-for-all.ch. Bereits letztes Jahr wurde der Accessibility Day mit Erfolg durchgeführt. Diese Veranstaltung ist für betroffene Kunden, Entwickler und weitere Interessierte gedacht, die sich zu diesem Thema austauschen möchten. Es gibt wichtige Vorträge zu den Themen barrierefreies Internet für Menschen mit Behinderungen und Senioren. Es wird Vorträge zum neuen gesetzlichen Standard WCAG 2.0, neue assistierende Technologien mit Fokus auf Menschen mit Behinderungen geben. Im Fall der Gehörlosen zählen auch die Gebärdensprachvideos auf den Homepage dazu. Der Accessibility Day ist eine Veranstaltung der Stiftung Zugang für alle, der Credit Suisse und der Schweizer Informatikgesellschaft. Während der gesamten Veranstaltung werden 2 Dolmetscher anwesend sein. Die Anmeldung zu dieser Veranstaltung ist kostenlos. Man sollte sich jedoch bald anmelden, da die Platzanzahl beschränkt ist. Dieses Jahr finden viele Jubiläumsprogramme statt. Als nächstes steht das 10-jährige Jubiläum des Deaf Team Wintertour vor der Tür. Das DT Winti bietet ein großes Jubiläumsprogramm an. Es wird von Auffahrt Donnerstag bis Samstagabend dauern. Auf dem Programm stehen unter anderem internationale Bowling- und Futsal-Turniere und am Samstagabend gibt es ein Bankett und anschließend eine Zaubershow von Crazy Magic. Außerdem wird Rolf Lanika Gebärdensprachpoesie vortragen. Weitere Informationen finden Sie auf www.dtwinti.ch. 2 Österreicher, beide 27 Jahre alt und begnadete Radfahrer, möchten von Graz bis nach Indien radeln, was einer Gesamtstrecke von 15.000 Kilometern entspricht. Mit ihrer Aktion wollen die beiden die Organisation Licht für die Welt aus Österreich unterstützen. Am Ziel ihrer Reise soll über Projekte, die von der Organisation unterstützt werden, berichtet werden. Unter anderem ist auch ein Projekt der Gehörlosengemeinschaft dabei. Eine Schule für gehörlose Kinder in Nordostindien. Auch dieses Projekt wird unterstützt, sofern die 2 Radfahrer ihr Ziel erreichen. Sie sind bereits unterwegs, für die Gesamtstrecke benötigen sie jedoch 10 bis 12 Monate. Sie möchten mit ihren vollbeladenen Velotaschen eine tägliche Strecke von 80 Kilometern zurücklegen. Ihre Reise führt durch Südeuropa, die Türkei, Iran bis in die indische Stadt Barapani. Wer in Zukunft beim Schweizerischen Gehörlosensportverband SGSV FSSS Mitglied werden will, muss neue, strengere Richtlinien befolgen. Es muss ein Antrag mit Audiogramm eingereicht werden. Diese neuen Richtlinien musste SGSV FSSS auf Geheiß des ICSD, International Committee of Sports for Deaf, umsetzen.
Es wird beabsichtigt, eine Gleichberechtigung der Sportler zu erreichen. Die Sportler können dann an den Winter- und Sommer-Deaflympics, Welt-, Europa- und Schweizer Meisterschaften sowie einzelnen Sportveranstaltungen, die vom ICSD anerkannt werden, teilnehmen. Die Voraussetzungen für eine Teilnahme sind Gehörlosigkeit oder ein Hörverlust von mindestens 55 Dezibel. Dann Mitglied des Nationalen Gehörlosensportverbands und einen Pass des eigenen Landes. Das ICSD stellt klare, strikte Regelungen auf. Hörgeräte und CI sind nicht mehr erlaubt, da ein Hörvermögen eine Übervorteilung des einzelnen Sportlers darstellen könnte. Wer als Neumitglied mit Wettkampflizenz beim Schweizerischen Gehörlosensportverband eintreten möchte, muss das Antragsformular, eine Passkopie sowie ein Audiogramm des Arztes beilegen. Das genaue Vorgehen kann auf der Homepage www.sgsv-fsss.ch nachgeschaut werden. Das war's für Focus 5 News. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.